Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Gardens Between. Wir sind jetzt hier auf dem, ja, es sieht nach einem Spielplatz aus. Und ah, da haben wir schon, guck mal, da haben wir schon das erste Licht. Hinten ist so ein Wal zum drauf reiten und kann ich, Moment. So, was kann ich denn hier machen? Kann ich den Block spielen lassen? Ah! Und wenn der Block irgendwas macht, dann verändert sich auch entsprechend die Spielwelt. Auch das ist super cool. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Wal haben will. Aber so kommen wir auf jeden Fall... Ach, der wippt dann einfach nur nach. Den Wal möchte ich unten haben. Ich schätze mal, dass die Wippe einfach mit wippt, genau. Okay. Der darf also nicht wippen. Dann machen wir das so. Oder? Ah, ne, jetzt ist der Wal oben. Der Wal muss unten sein. Jetzt ist der Wal unten. Ja, und jetzt sieht es aus, als ob wir drüber können. Wunderbar, genau. Und das Licht abgeben. Beziehungsweise erstmal hier die Brücke damit machen. Ach, ich hatte schon die Angst, dass wir jetzt immer wieder, um irgendwas zu verändern, zurücklaufen müssen. Aber anscheinend... Ah, da hinten ist ein Lichtwürfel. Aber anscheinend können wir das hier im Nachhinein auch noch machen. Ich warte mal ab. Ich laufe mal weiter und guck, was wir hier überhaupt noch brauchen. Also das müssen wir unten haben, die Zugbrücke. Aber wir brauchen auch noch ein Licht. Muss ich jetzt nochmal von ganz unten ein Licht holen? Oh, die Brücke ist auch... Hä, ist die Brücke wieder weg? Die Brücke ist anscheinend wieder weg. Okay. Da hinten hüpft auf jeden Fall ein Licht rum. Wie wir da rankommen, weiß ich nicht. Aber vielleicht kommt ja unser lustiger Block daran. Vielleicht rennt er auch nochmal über den Lichtwürfel, der hier irgendwo... Nee, leider nicht. Ha. Okay, mal schauen. Ah, Moment, natürlich. Ich bin doof. Da war doch der Reifen, der ist jetzt auch bei uns. Ist jetzt... Jetzt ist der Würfel da. Und jetzt kann ich den vermutlich, ich weiß nicht wo, ein Licht holen lassen. Nee, wir müssen dem Würfel also vermutlich hier ein Licht bringen. Die Frage ist, wie können wir ihm... Ah, indem wir ihn oben auf die Schaukel stellen, auf die Rutsche stellen. Moment. So. Jetzt müsste da ja... Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt können wir den Block wieder zum Eimer hüpfen lassen.
zum Eimer, zum Reifen. Ah, nein, Moment. Nein. Er braucht noch das Licht. Weil danach kam ja hier noch Dunkelheitness Ding. Und jetzt können wir uns das Licht schnappen. Und das Level beenden. Und anscheinend steht uns jetzt nichts mehr im Weg, nein. Wunderbar. Wunderbar. Schwing. Und wir haben den ersten Spielplatz fertig. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall andere Musik. Nein. Ha. Nein. Kann ich das irgendwie so timen, dass ich da durchkomme? Vermutlich ja. Aber was macht denn das? Das macht da hinten die dunkle Blume auf. Da kommen wir nicht durch. Jetzt bin ich gerade, glaube ich, ein bisschen stuck, oder? Ha. Ich sehe leider gerade nicht. Wie ich das machen soll. Also ich muss das richtig timen. Aber der Block, der... Ah! Guck mal, der Block, der läuft nicht rückwärts. Der läuft, egal was wir machen, weil der die Musik spielt oder so, läuft der immer weiter vorwärts. So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal da an der Glocke läuten, weil ich die aus irgendwelchen Gründen zweimal geläutet habe. Und deswegen die Pflanze wieder zu ist. Dann machen wir sie auf. Aber der Soundtrack hier in dem Level gefällt mir ja richtig gut. Der ist ja super. Mal wieder. Aber man kennt es. Ich und der Lob am Soundtrack. Okay, damit kann ich den anderen Würfel beeinflussen. Kann ich dem aber nicht. Nein, Moment. Moment. Hä, jetzt hüpft ja doch wieder der andere. Es geht zurück. So. Ach so, natürlich. Als ich zurückgegangen bin, hat der Junge auch wieder das Ding hier verstellt. So, ich will mal ganz kurz... Wo hüpft der denn rum? Da!
Nein, Moment, ich muss. Sorry, ich muss auf den hier. Aber da will ich. Moment, ich guck erstmal, wo der lang hüpft. Der hüpft da lang. Dann hüpft er darüber. Dann hüpft er wieder hoch. Das heißt, ich will dich. Och, das ist super. Wahrscheinlich nein. Okay, der hüpft fertig. Halt, nein. So. Nein, Moment, ich muss erst seinen Sprung triggern. So, dann muss ich dich darüber hüpfen lassen. Dann so. Dann halt muss ich dich darüber hüpfen lassen. Und dann können wir den zu uns hochhüpfen lassen. Wieder eine echt gute Idee vom Level-Design her. Das gefällt mir im Moment richtig gut, weil das ist auch so abwechslungsreich. Da ist so von jedem ein bisschen was dabei. Super cool. So, und die nächste Welt haben wir auch abgeschlossen. Auch wenn ich mir da nicht ganz sicher bin, was die Welt dargestellt haben soll. Das hier ist auf jeden Fall... Es sieht aus wie ein Picknick bei Nacht oder so. Ach, es sieht so schön aus. Ach so, ja, hier stelle ich dich vermutlich am besten ab, weil da kommt dann direkt die Brücke. Was passiert, wenn ich hier ran bimmel? Ach, Moment, das verändert irgendwas an dem Würfel. Hat jetzt aber zweimal was an dem Würfel verändert. So, angenommen, ich habe... Genau, ich gebe hier das Licht ab. Dann kann ich hier rüberlaufen und kriege hier ein neues. So, hier teilen wir uns auf, wie es aussieht. Moment. Hier kriege ich wieder Licht. Komme ich da auch? Ja, da komme ich außen rum hoch. Läuft sie jetzt? Nee, sie läuft immer noch links rum. Macht das einen Unterschied? Ja, macht es, weil wir jetzt hier die Nebelbrücke haben. Das heißt, wir müssen aber das Licht wieder abstellen, um drüber zu kommen. Ah, da oben gibt es wieder irgendwas zum Steuern, zum Kontrollieren. Was kann ich denn damit machen? Das, irgendwas mit dem Teleskop. Oder? Was ist das? Moment. Moment, da fügt sich irgendwas zusammen. Guckt mal. Kann ich da dran bimmeln? Ja, kann ich. Und jetzt kann ich mal... Nee, mein Licht kann ich trotzdem nicht mitnehmen. Kann ich dann noch irgendwas zusammensetzen?
Ah, ich glaube, ich hab's. Nein. Doch, das hat das Licht jetzt gefressen, oder? Es müsste ja das Licht jetzt gefressen haben. Das heißt, ich müsste eine Lampe haben, die aus ist. Und mit einer Lampe, die aus ist, komme ich da auch nach oben. Wunderbar, ja. So wird doch ein Schuh draus. Und dann kann ich gleich das Licht hierher holen. Bis es die Lampe wieder anmacht. So nicht. So komme ich so da? Nein, nein. Aber vielleicht mit dem Klingelding. Mit ups, dem da. Klingeling, hallo Licht. Ah nee, das wechselt das nur zwischen hell und dunkel. Kann ich das sonst noch irgendwie in eine bessere Position bringen? Moment, ich probiere ganz kurz was aus. Hüpft der Würfelblock nochmal zu uns hoch, wenn wir... Der jetzt unten in der Mitte ist, wenn wir hier unten oder... Nee, der bleibt weg. Der bleibt weg. Wenn wir jetzt zurückgehen... Hier komme ich ja mit Licht überhaupt nicht drüber. Das heißt, ich muss das Licht irgendwo danach bekommen. Aber da ist es gerade, es ist einfach zu weit weg. Ich sehe schon, dass es das Licht ist, das ich brauche, ne? Okay. Da hätte ich tatsächlich nicht drauf kommen können. Also ich wäre nicht drauf gekommen. Moment. Passt das vielleicht schon von der Position des Lichts? Ja, tut es. Hier, so. Muss ich das halten. Auch wenn das Licht eigentlich viel zu weit weg ist. Keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll. Das war jetzt ein bisschen fies, würde ich sagen. Ein bisschen fies. Aber immerhin haben wir es rausgefunden. Und damit haben wir auch diese Welt abgeschlossen. Der Spielplatz. Ich mag es total, wenn es Spiele schaffen, so komplett ohne Text eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Welten abgeschlossen, wie es aussieht. Haben wir gerade erst die letzte freigeschaltet. Man weiß es nicht. Allerdings weiß ich auch nicht, ob hier die Folge zu Ende ist. Oder ob wir nur noch ein Level haben.
Also falls hier jetzt noch mehr kommt, dann ist das hier jetzt die nächste Folge. Und wenn das letzte Level ist, dann hänge ich das hier einfach noch hinten dran. So, Moment. Ich muss... Zack, den jetzt linken muss ich nehmen. Der ist der untere. Der kommt nämlich am Licht vorbei. Aber so wie das aufgemacht ist, sieht mir das schon sehr nach letztem Level aus. Ich will mal ganz kurz gucken. Wo springt welches? Okay, wir brauchen das Licht für die Brücke. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir müssen es auch nicht an den anderen Block abgeben. Können wir tatsächlich gar nicht. Denn zuallererst geht es hier erstmal über die Brücke. Im Hintergrund fällt das Teleskop runter. Und der Brotkorb und links, oh, das ist voll dramatisch. Da links der Wal, die ganzen Welten, durch die wir schon gegangen sind. Okay, das war jetzt einfach. Da müssen wir logischerweise hier auf dem die Lampe abstellen. Denn alle anderen landen da bei den finsteren Blumen. Die Frage, kommen wir da dran vorbei, ohne dass sie uns das Licht aufsaugt? Ja, kommen wir. Und die ganzen Welten, durch die wir schon gegangen sind, fallen da hinter uns runter. Wo werde ich jetzt das Licht los? Ah, Moment, 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 Moment. Da war doch noch so ein Glockending zum Läuten. Genau, da mache ich vermutlich... Halt, so. Da hinten die Pflanzen zu. So, welcher von den drei Würfeln hüpft da oben beim Licht vorbei? Bei der Dunkelheit natürlich. Du... Also der mittlere. Da, nimm ein Lichtwürfel. Und jetzt kommen wir hier auch durch. Und das ohne da vorne die Brücke aus Dunkelheit zu zerstören. Ist voll dramatisch. Was passiert hier gerade? Alles fällt zusammen. Es scheint ja irgendwas passiert zu sein. Es scheint jetzt auch aber nochmal aufgeteilt zu sein in mehrere Level. Oh, es bricht alles zusammen. Ich lasse das jetzt gerade einfach mal nur auf mich wirken. Moment. Okay, wie kommen wir da durch? Muss ich da auch wieder irgendwas in eine Reihe bringen? Nein, eigentlich vermutlich irgendwas mit dem Blitz, der hier einschlägt.
so. Was kann ich denn hier mitmachen? Den Fernseher einstecken. Vermutlich wollen wir das, oder? Da schlägt wieder ein Blitz ein. Kann ich den wieder... So? Ja. Frage ist, hat es jetzt was gebracht? Vermutlich nicht. So, ich habe die Wahl... Ah, Moment, kann ich... Vielleicht... kriege ich so Strom drauf mit dem Blitz. So? Aber wenn es dann überspringt auf den Globus... Hallo, machst du nochmal? So schön wie gerade eben. Hallo? Willst du jetzt nicht mehr? Ich glaube jetzt... Ah, jetzt haben wir es. Ist ein bisschen schwer zu treffen, aber immerhin kriegen wir jetzt so... den Block daraus. Was? Warum war das gerade eben so langsam? Keine Ahnung, dramaturgisches Element. Wie kriege ich den Ball da weg? Vielleicht mit dem Wasserschlauch? Kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Ach so, kann ich vielleicht jetzt das Spiel spielen? Ach so, oder so. Auch das ist eine Option, glaube ich. Na, ich glaube, die Folge wird einfach ein bisschen länger. Ich spiele das jetzt fertig. Twing! Also ich meine, Licht haben wir jetzt. Aber bringt uns das hier weiter? Nein, da ist ja ein Ball im Weg. Der Ball ist ja das Problem und nicht das Licht. Oder kann ich hier in Super Silly Crow noch was machen? Nee. Wie kriege ich den Ball hier weg? Kann ich das noch ein bisschen weiter vorspulen oder war es das? Das scheint es gewesen zu sein. Ah, kann ich vielleicht von hier aus nochmal... Nee, das wird nicht funktionieren. Nee, weiter zurück kommen wir nicht. Ich dachte vielleicht, wenn wir nochmal einen Blitz auslösen, dass er jetzt über den Fernseher, der da oben ist, über die Wasserleitung... weiter. Kann vielleicht... Nein, da gibt's hier keinen Blitz, wenn der Fernseher kaputt geht. Und wenn ich den Block komplett zurückgehen lasse mit dem Licht, macht er dann irgendwas? Weil jetzt hat er ja das Licht. Oh
Und wenn ich den jetzt... Mitsamt des Fernsehens? Nein. Nee. Kleinen Moment. Okay. Auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man drauf kommen kann. Also man kann schon drauf kommen. Moment. Dafür muss ich aber... Moment. Ich muss das gerade ein bisschen selbst rumprobieren. Ich weiß jetzt, was die Lösung ist, aber wie genau ich dazu komme, weiß ich leider noch nicht. Eigentlich... Sollte der Würfel woanders rausspringen, wenn ich es richtig gesehen habe. So. Ach so. Genau. Und hier muss er jetzt drauf stehen bleiben und dann entsteht da genug Druck, der dann den Ball weghaut. Das war ein bisschen knifflig. Es blitzt und donnert. Wir scheinen dem Ziel immer näher zu kommen, je höher wir klettern. Und vielleicht erfahren wir dann auch, was passiert ist. Okay, das scheint hier das Finale zu sein. Das sind auch wieder die Gegenstände ganz vom Anfang des Spiels. Wir sind hier quasi, je höher wir gekommen sind, von desto früher im Spiel stammen auch die Gegenstände, die hier rumfliegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Freunde, dass das hier das Ende sein wird. Kommt ihr zwei. Stellt das Licht rein.
Und hier sehen wir nochmal alles. Die Parkbank, auf der wir waren. Die Rutsche, die bemalte Wand. Davor die Kanalisation. Das Baumhaus. Oh, und es sieht so aus, als ob es heißt Abschied nehmen von dem Ort, an dem die zwei ihre Kindheit verbracht haben. Denn das Haus ist verkauft, der Umzugwagen steht bereit. Nein, nicht mal der Umzugwagen. Ach, das waren überhaupt keine Geschwister, das waren nur Nachbarskinder. Die hier zusammen ihre Kindheit verbracht haben und Herr Ehr muss jetzt leider mit seinen Eltern wegziehen. Freunde, das war The Gardens Between. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Projekte zu verpassen, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Forget about me, I won't forget about you. And when you need me, we can go to places only we know. Something else for me and you to hold on to. Don't forget about me, I won't forget about you. And when you need me, we can go to places only